Liebe Freundinnen, liebe Freunde, Andreas hat zu Recht gesagt, seit Mittwoch ist klar, Gera hat eine Wahl. Und auch ihr habt heute eine Wahl, eine Entscheidung zu treffen. Ich sage euch, wofür ich stehe. Ich stehe für ein anziehendes Oberzentrum in Mitteldeutschland. Ich möchte, dass Gera ein anziehendes Oberzentrum in Mitteldeutschland wird. Und ich sage bewusst Mitteldeutschland. Was meine ich, wenn ich anziehend sage? Ich meine damit offen, weltoffen. Ich meine damit sozial. Ich meine attraktiv. Wir gehen zu, vielleicht sogar ein bisschen sexy. Und das, liebe Freundinnen und Freunde, ist keine schöne Frau. Wir sind längst auf dem Weg dahin. Auch wenn ich weiß, dass nicht alle es schon so wahrnehmen. Aber deshalb will ich mit Ihnen, ich will mit euch heute über diesen Weg reden, wo wir stehen, was wir erreicht haben und wofür ich, und ich denke auch, ihr nicht steht. Offen, weltoffen, was heißt das? Gera steht für Offenheit, für Toleranz. Wir freuen uns über Menschen, die von weit hierher kommen, um hier zu leben, zu arbeiten, zu wirken oder auch nur als Gast, als Tourist. Unser Theater wäre ohne all diejenigen, die rund um den Globus das Ensemble bereichern, ein anderes Theater. Es hätte nicht diese Qualität. Auch unser Fußballverein FC 03 würde nicht in der Oberliga spielen, wenn nicht eher unterstützt würde von Spielern, die von weit her kommen. Und ich glaube auch, der Thüringer Küche tut es gut, bei aller Qualität, dass sie bereichert wird durch Italiener, durch Franzosen, Chinesen, andere Asiaten. Ich denke, wir brauchen die Menschen von überall her. Dieses macht ein Stück weit die Attraktivität dieser Stadt und wir werden sie zukünftig noch mehr brauchen. Und deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, ist ganz klar, wehren wir uns gegen all die Kräfte, die uns das Gegenteil einreden wollen. Wehren wir uns gegen diejenigen, die mit Fremdenfeindlichkeit und ausländerfeindlichen Parolen hier Stimmen und Stimmung machen und machen wollen. Ihr wisst, dass ich nicht nur deshalb, aber auch deshalb für ein Verbot der NPD stehe, mich dafür einsetze, weil es nicht sein kann, dass wir hier auf der kommunalen Ebene allein gelassen werden in der Auseinandersetzung mit diesen Kräften, dass jedenfalls wir in der Stadtverwaltung jedes Mal Handstände, Kopfstände vollbringen müssen und letztendlich doch das, was wir erreichen wollen, nämlich, dass die Spielwiese das ganze Jahr wieder ausschließlich uns gehört, dass wir dieses so bisher nicht erreichen konnten. Deshalb, diese Partei muss verboten werden. Und deshalb, liebe Freunde und Freunde,
wir uns gemeinsam so lange wehren, bis die Spielwiese frei ist von dieser ehrlichen Veranstaltung. Und ich sage Ihnen, ich sage euch, ich werde, und wir sind schon dran, ganz intensiv weiter prüfen und mich auch dafür einsetzen, dass diese Veranstaltung im kommenden Jahr auf der Spielwiese verboten wird. Ich bin Andreas Schubert und Daniel Reinhardt, Entschuldigung, sehr dankbar, dass Sie bei der vergangenen Stadtratssitzung mich darauf aufmerksam gemacht haben, dass sogar am Rathaus, dass in der Garderobe zum Sitzungssaal eine Jacke hing, in dem dick und fett ein solches Nazi-Symbol zeigte, dass diese Gesinnung inzwischen bis in unser Rathaus vorgedrungen ist. Ich toleriere das nicht, liebe Freundinnen und Freunde, und ich habe deshalb unmittelbar veranlasst, dass unsere Hausordnung ergänzt und erweitert wird dahingehend, dass im Rathaus, in allen anderen öffentlichen Gebäuden, also beispielsweise auch hier in Kuck, in den Schulen insbesondere, das Tragen solcher Nazi-Symbole nicht mehr erlaubt ist, dass wir uns auch dagegen wehren können. Liebe Freundinnen und Freunde, dass wir durchaus auch Erfolg haben mit dem, was ich als Weltoffenheit, als Offenheit beschrieben habe, zeigt sich beispielsweise an der Entwicklung der Übernachtungszahlen. Auch das haben viele noch gar nicht bemerkt. Es gibt inzwischen Wochenende, wenn ihr da Freunde einladet und sie bei euch zu Hause nicht übernachten können, vielleicht weil es zu viele sind, dann werdet ihr Probleme haben, ein Hotelzimmer zu finden. Wir hatten in diesem Jahr bereits drei große Ärztekongresse hier. Drei große Ärztekongresse. Wir haben allein im ersten Halbjahr dieses Jahres die Übernachtungszahlen um annähernd 20% gesteigert. Wir marschieren in Richtung der Übernachtungszahlen, die wir bisher nur im Buga-Jahr 2007 erreicht haben. Und ich glaube, das zeigt, auch für Gäste, auch für Touristen ist diese Stadt zunehmend interessant geworden. Ich habe gesagt, ich stehe für ein soziales Gera. Ich stehe dafür, ist nicht nur in Gera, aber natürlich gerade auch in Gera, dass jeder einen Arbeitsplatz hat, einen Anspruch auf einen Arbeitsplatz hat und nicht nur einen Arbeitsplatz, sondern einen Arbeitsplatz, der so entlohnt wird, dass er und seine Familie davon auch leben können. Und, liebe Freunde, auch auf diesem Weg sind wir durchaus vorangekommen. Wir haben im August, das ist die jüngste Zahl, in Gera jetzt eine Arbeitslosigkeit von 12%. Das ist bei weitem noch nicht das, wohin wir alle gemeinsam wollen. Aber was der ein oder andere schon vergessen hat, was hatten wir denn von der Arbeitslosigkeit noch vor 5 Jahren? Was hatten wir im August des Jahres 2005? Ich weiß nicht, ihr könnt hier in den Raum mal so spaßeshalber fragen, wie viel es waren. Ich sag's euch, es waren im August und man muss ja immer die Monatszahlen oder die Jahreszahlen vergleichen, damit das Bild auch nicht schief wird, waren es immerhin noch 19,8%, also fast 20%. Insofern, denke ich, haben wir auch, was den Abbau der Arbeitslosigkeit angeht, einen großen Schritt getan, dem weitere folgen müssen. Und das übrigens auch, das will ich hinzufügen, nicht etwa irgendwie, weil jetzt die Abwanderung weiter zugenommen hätte, nein. Seit 2 Jahren, auch das ist noch längst nicht in allen Köpfen, gibt es in Gera keine Abwanderung mehr. Die Wanderungsbilanz ist nahezu null.
während wir 15, 16 Jahre lang über 35.000 Menschen, vor allem junge Menschen, verloren haben, ist es seit 2 Jahren so, dass in etwa genauso viele Menschen pro Jahr hierher ziehen, als auch wegziehen. Es sind etwa 3.000, ein bisschen mehr als 3.000 pro Jahr, die neu nach Gera kommen und die auch wegziehen. Auch das reicht nur nicht. Erreichen müssen wir eine positive Wanderungsbilanz. Aber immerhin, was uns viele Jahre beschäftigt hat, haben wir erreicht. Wir haben die Abwanderung gestoppt. Und auch da gibt es offensichtlich Zahlen, die noch viel zu wenig bekannt sind. Oder neulich habe ich sogar gehört, dass mit dem Gegenteil argumentiert wird. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze, und nur von denen rede ich, die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze hat keineswegs abgenommen, jetzt immer gemessen an dem Jahr 2005, also an dem Jahr, bevor die Bürgerinnen und Bürger mit eurer Unterstützung mich in dieses Amt gewählt haben, war niedriger als sie heute ist. Das heißt also, die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten, Arbeitsplätze in Gera hat zugenommen in dieser Zeit. Zu wenig, aber sie hat zugenommen. Wir liegen jetzt, um die Zahl mal genau zu sagen, bei knapp 36.000. Und was ich auch bemerkenswert finde, von diesen 36.000 Arbeitsplätzen in der Stadt Gera sind 16.000 Einpendler. Das heißt also Menschen, die gar nicht in Gera wohnen, die hierher kommen, um in Gera zu arbeiten. Das ist, denke ich, auch bemerkenswert zu wissen, dass viele, die außerhalb Geras wohnen, im Landkreis Greiz zum großen Teil hier in Gera Arbeit finden, wie gesagt 16.000, eine wichtige Funktion eines Oberzentrums. Aber auch darüber sollten wir reden, und darüber sollten wir, glaube ich, erst recht mit unseren Nachbarn reden, wenn dort über das Thema Arbeitslosigkeit gesprochen wird. Ich weiß, damit sind längst nicht alle Probleme beseitigt. Ich weiß, dass wir uns des Themas Armut stellen müssen, noch intensiver stellen müssen als in den vergangenen Jahren. Ich weiß, und das macht mir insbesondere Sorge, dass Langzeitarbeitslosigkeit, also diejenigen, die sehr, sehr lange vergeblich einen Arbeitsplatz suchen, dass diejenigen immer mehr Schwierigkeiten haben, wieder auf den Arbeitsmarkt zurückzufinden. Dieses verfestigt sich, es gibt Familien, in denen sich dieses verfestigt. Und ich denke, da ist die Stadt gefordert, da ist sie auch dann gefordert, wenn die Möglichkeiten, die wir zusätzlich mobilisieren können, zu dem, was wir bereits dafür aufwenden, sicherlich begrenzt sind. Liebe Freundinnen und Freunde, ich will an der Stelle, erlaubt mir da vielleicht 2, 3 ganz grundsätzliche Sätze, auch deutlich sagen, dass ich die große Gefahr sehe, dass die Politik erneut davor steht, in eine Falle zu tappen. In eine Falle zu tappen, ganz ähnlich wie die Falle, die da hieß, Löhne sind Kosten und deshalb müssen Löhne gedrückt werden, gesenkt werden, damit Kosten gesenkt werden. Ohne Zweifel, natürlich, sind Löhne auch Kosten. Aber was viele in dieser Argumentation über viele Jahre übersehen haben, dass Löhne eben nicht nur Kosten sind, sondern dass Löhne auch Nachfrage bedeutet. Und das wiederum heißt, dass jemand, der sich nichts leisten kann, eben auch nicht stattfindet als Konsument, als Nachfrager, als derjenige, der die Produkte, die Dienstleistungen, die andere herstellen, auch tatsächlich verkauft oder in Anspruch genommen werden. Und deshalb glaube ich, weil wir da es nicht geschafft haben, viele, viele Jahre jedenfalls, darauf aufmerksam zu machen, so langsam, habe ich den Eindruck, hat sich da eine gewisse
oder erste Ansätze dieser Erkenntnis wieder breit gemacht, dass es Sinn macht, Löhne in dieser doppelten Hinsicht zu betrachten. Denn wenn ich mir das Ergebnis gerade in Thüringen anschaue und weiß, dass genau diese einseitige Betrachtung des Themas dazu geführt hat, dass in Thüringen 34%, also mehr als jeder Dritte, aller derjenigen, die arbeiten, einem abhängigen Beschäftigung, in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis stehen, dass 34% weniger als 8,50 Euro verdienen, dann wissen wir, zu was genau dieses gerade in Thüringen geführt hat. Wir sind jetzt das Schlusslicht aller 16 Bundesländer, was die Einkommenshöhe angeht. Wir sind mit diesen 34% das Schlusslicht. Und dann, liebe Freundinnen und Freunde, muss man sich auch nicht über mangelnde Nachfrage wundern. Dann muss man sich auch nicht wundern, dass obwohl viele jeden Tag hart arbeiten, dennoch am Ende nicht durchkommen, dennoch am Ende nicht das sich leisten können, was Sie und Ihre Familie zum Leben brauchen. Und warum sage ich es? Ich sage es nicht nur deshalb, sondern ich sage es auch aus einem zweiten Grund, weil ich die große Gefahr sehe, dass wir dabei sind, in eine zweite, in eine ähnliche Argumentationsfalle zu tappen. Und die heißt in dem Fall Sparen, Schulden. Wir müssen alle dafür sorgen, dass die Haushalte in Ordnung kommen und wir können jetzt nichts mehr ausgeben. Jedenfalls die öffentliche Hand kann nichts mehr zusätzlich ausgeben. Ich will, um nicht missverstanden zu werden, deutlich sagen, natürlich kann man nur dieses ausgeben, was man einnimmt. Ich sage das, weil ich die große Gefahr sehe, dass in der allgemeinen politischen Diskussion, die wirkt sich ja aus bis in den Freistaat Thüringen, wo jetzt sozusagen in Stein gemeißelt wird, die Losung, wir müssen im kommenden Jahr eine Netto-Neuverschuldung von Null erreichen. Koste es, was es wolle, Netto-Neuverschuldung Null steht überall. Und natürlich in einer Zeit, in der man insgesamt über Griechenland redet, über ganze Staaten redet, die vermeintlich oder tatsächlich vor der Insolvenz stehen, jedenfalls wenn man den politischen Diskussionen so folgt, könnte man den Eindruck haben und der Eindruck vermittelt wird, als würden irgendwie die Griechen den ganzen Tag auf der faulen Haut liegen oder sich im Kaffee vergnügen. Und das müssen wir jetzt mal irgendwie dafür sorgen, dass dieses alles anders wird. Liebe Freunde, wer so argumentiert und übersieht, weshalb wir eigentlich weltweit vor diesen wirtschaftlichen Problemen stehen, der ein Phänomen wie Leerverkäufe nicht endlich konsequent angeht. Was heißt das denn, Leerverkäufe? Da wird jetzt mit was gehandelt, was, wie der Name schon sagt, gar nicht existiert, da steht gar keine Werte dahinter. Da wird drüber spekuliert weltweit, ohne dass dahinter sich irgendein Wert steht. Da wird spekuliert, ohne dass mir die Aktie überhaupt gehört. Es wird spekuliert, ob Kurse fallen, Kurse steigen, ohne dass ich selbst auch nur im Besitz von Aktien bin. Und diese Blasen, die platzen gelegentlich. Die sind 2008 geplatzt. Und habt ihr seither gemerkt, dass die Politik weltweit sich dieses Themas angenommen hätten? Nein, genau dieses ist nicht der Fall, sondern jetzt wird so getan, als würde die Lösung des Allheilmittels daran liegen, wenn plötzlich die öffentlichen Haushalte nichts mehr ausgeben. Es wird für die öffentlichen Haushalte in Europa, in Deutschland, in Thüringen die Losung ausgegeben, Netto-Neuverschuldung gleich Null. Liebe Freundinnen und Freunde, das kann so nicht gehen. Wenn dieses
dazu führt, dass wir in Gera im kommenden Jahr, und das droht ja zumindest, weitere 10 Millionen Euro einsparen sollten. Ich habe vorher gesagt, wer sparen kann und wer nicht. Dann sage ich euch ganz deutlich, das werden wir so nicht packen. Was haben wir denn gemacht im vergangenen Jahr? Wir haben es in der Tat geschafft, wieder einen Haushalt zustande zu bringen. Wir haben es geschafft um den Preis, dass wir zusätzlich zu dem ursprünglich von mir vorgelegten Haushalt weitere 8 Millionen Euro mobilisiert haben. Die haben wir mobilisiert, indem wir alle Bürgerinnen und Bürger zusätzlich zur Kasse gebeten haben. Wir haben die Hebesätze der Gewerbesteuer erhöht. Wir haben die Hebesätze der Grundsteuer erhöht. Wir haben die Parkgebühren erhöht. Ich will gar nicht alles aufzählen, um diese 8 Millionen zustande zu bringen. Dieses, das könnt ihr mir glauben, das hat keinem Stadtrat von euch, keinem Stadtrat, der die Hand gehoben hat und schon gar nicht mir Spaß gemacht. Aber ich sage euch, was wäre die Alternative gewesen? Zwei Alternativen hätte es gegeben. Die eine Alternative, die gibt es in Thüringen, die heißt, wir machen es einfach nicht. Wir machen es nicht. Wir machen einfach keinen Haushalt. Eisenach zum Beispiel bleibt nach wie vor, um nur eine große Stadt zu erwähnen, keinen Haushalt. Das heißt aber de facto, das muss man wissen, dass eine Stadt ausschließlich gesetzliche und vertragliche Leistungen bringen darf. Und das heißt insbesondere, dass es keinen Vermögenshaushalt gibt, dass nichts investiert werden kann. Und für Gera hätte das bedeutet, dass wir weiter nichts Zusätzliches für Schulen hätten zur Verfügung stellen können, nichts für die Entwicklung unserer Gewerbegebiete hätten zur Verfügung stellen, nichts für Straßenbau hätten zur Verfügung stellen können, nichts für Brücken, die marode sind und ähnliches mehr. Und deshalb habe ich diese Variante nicht vorgeschlagen und wir haben sie ja, wie ihr wisst, auch nicht beschlossen. Und eine zweite Alternative hätte es auch gegeben zu dem, was wir gemacht haben. Zweite Alternative hätte geheißen, wir kürzen. Wir stellen Leistungen ein. Wir bieten bestimmten Leistungen unserer Bürgerinnen und Bürger nicht mehr an. Ich will mal die Größenordnung deutlich machen. Die sogenannten freiwilligen Leistungen, das heißt darüber, wo ein Stadtrat wirklich darüber entscheiden kann, das ist Kultur, Theater, unsere Museen, Spuk übrigens gehört auch dazu, Sport, unsere Sportstätten, Stadien, die Hofwiesenbad, alles, was Gera lebens- und liebenswert macht, wie ich immer kurz zusammenfasse. Für all dieses wenden wir aus dem städtischen Haushalt pro Jahr rund 16 Millionen auf. 16 Millionen. Hätten wir die 8 Millionen einfach durch Kürzungen mobilisiert, auch dieses wäre natürlich eine Alternative gewesen, theoretisch. Dann hätte es geheißen, dass es die Hälfte all dieser Leistungen nicht mehr gegeben hätte. Dann hätten wir über die Schließung des Hofwiesenbades, dann hätten wir über die Schließung des Tierparkes, über die Musikschule, über die Bibliotheken, über all dieses hätten wir diskutiert. Gemessen daran, liebe Freundinnen und Freunde, war ich und bin ich der Meinung, dass die von uns gewählte Alternative die noch verträglichere ist gegenüber den beiden anderen, die ich deshalb auch nochmal ausdrücklich geschildert habe. Und ich denke, ihr seht es auch so. Es ist die noch verträglichere Alternative. Aber eins sage ich ganz deutlich. Wir können nicht nochmal in der gleichen Größenordnung unsere Bürgerinnen und Bürger zur Kasse bieten. Wenn wir erneut gezwungen werden sollten, 10 Millionen zu mobilisieren, dann muss ich sagen, dann wird es über zusätzliche Einnahmen nicht machbar sein. Und deshalb kämpfe ich im Moment sehr dafür und bin in der Zeit, als wir um den Haushalt gerungen haben, wiederum fast jeden zweiten, dritten Tag in Erfurt, um genau dieses zu verhindern, dass diese Losung für den Freistaat, komme was da wolle, Hauptsache wir erreichen die schwarze Null, Hauptsache wir erreichen die Netto-Neuverschuldung, egal, auch wenn es die Bürgerinnen und Bürger vor Ort bezahlen müssen, nein, das kann nicht der Weg sein. Und deshalb sage ich,
Wir sollten uns auch dieser Verschuldungsdiskussion entgegenstellen. Genauso wie wir uns, denke ich, zu spät der falschen Lohndiskussion entgegengestellt haben, kann ich nur herzlich einladen, lasst uns auch nicht einfach auf den Leim gehen, wenn wieder gesagt wird, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass nichts Zusätzliches ausgegeben wird, dass wir auch nicht einen Euro neu uns mit Darlehen versorgen. Ich glaube, das ist so einfach und das ist ökonomisch auch der falsche Ansatz. Liebe Freundin, lass mich zum dritten Stichwort kommen, attraktiv. Ich denke, auch da sind wir uns völlig einig, Gera ist eine unglaublich schöne Stadt. Es ist kein Zufall, dass seit vielen tausend Jahren Menschen hier an der Weißen Elster siedeln. Diese Stadt ist geprägt auch von seinen Gebäuden, von seiner Struktur nach wie vor erkennbar, durch seine preußische Vergangenheit, auch dieses, sollten wir deutlich sagen, natürlich war das eine wichtige Epoche für diese Stadt, für diese Region. Sie ist geprägt durch eine unglaubliche Zahl von Jugendstilgebäuden, von Bauhaus. Ich weiß gar nicht, ob auch dieses alle wissen, es gibt in Thüringen keine andere Stadt, in der es mehr Bauhausgebäude gibt als hier in Gera. Und wir haben diese schöne, attraktive Stadt um neue Akzente bereichert. Wir haben, das hat Andrea schon erwähnt, dafür gesorgt, dass wir jetzt einen herrlichen Volkspark, Hofwiesenpark haben. Wir haben ihn weiter attraktiv gemacht durch Minigolf und zusätzliche Toiletten, durch alle möglichen Einrichtungen, die nach der Buga noch hinzugekommen sind. Wir haben beispielsweise mit dem Stadtbahnbau, der ja durch die Stadt sowas wie ein grünes Band gezogen hat. Überall sieht man das grüne Rasengleis, das ist auch hinter der Mauer. Und ich denke, selbst für die Nicht-Straßenbahnfahrer damit eine Bereicherung geschaffen, ein Stadtbild bereichert. Wir haben ganz wertvolle moderne Gebäude, wie beispielsweise das Chipperfield-Gebäude, die ehemalige Landeszentralbank. Wir haben die Höhler, die gerade jetzt zur Höhlerbiennale, denke ich, eine besondere Attraktivität darstellen. Ich kann nur jedem empfehlen, der noch nicht unten war, schaut es euch an, es lohnt sich. Aber genauso gilt, natürlich haben wir noch manches zu tun. Unsere Straßen sind noch bei weitem nicht in Ordnung. Unsere Schulen, unsere Schulgebäude sind nicht in Ordnung. Auch darauf ist Andreas ausführlich eingegangen. Aber wir haben es angepackt. Wir haben ein Schulbauprogramm aufgelegt und wir haben bereits 15 Millionen Euro für unser Schulbauprogramm mobilisiert. Wir haben die Grundschule in Zwölfen komplett saniert. Wir haben die Bergschule saniert, wir haben das Liebe-Gymnasium angepackt, wir haben das Zabel-Gymnasium angepackt. Liebe Freundinnen und Freunde, wir sagen aber auch ganz deutlich, Schulbauprogramm heißt nicht alleine Utenäum seit 1608. Es geht uns auch um das Goethe-Gymnasium, aber es geht uns um 22 Schulen, die wir in Ordnung bringen können. Und deshalb bitte ich auch hier herzlich, dass wir uns nicht wieder auf eine Diskussion einlassen, als würde das Schulbauprogramm reduziert werden können auf den Schulcampus Utenäum 1608. Und wir haben in den vergangenen Jahren dafür gesorgt, dass die Verwaltung in weiten Teilen ein Dienstleister geworden ist, für uns allen, für die Bürgerinnen und Bürger, für die Gäste, für diejenigen, die hierher kommen. Der Stadtservice des H35 ist nur ein beredtes Zeugnis davon. Ich denke, es hat sich da eine Menge getan. Es ist kein Geheimnis, dass ich auch hier nicht
denke, wir sind nach gut 5 Jahren bereits am Ende. Aber ich glaube, wir sind riesige Schritte vorangekommen. Wir haben ein Konzept vorgelegt und haben es Schritt für Schritt umgesetzt. Und ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger haben es auch gemerkt, dass sich hier richtig was getan hat. Ich habe gesagt, die Stadt soll auch sexy sein. Klar, meine Kinder würden sagen, Gera muss auch geil sein. Ja, das Leben in Gera muss Spaß machen. Deshalb brauchen wir unsere Kultureinrichtung. Deshalb brauchen wir ein spannendes Theater, was anregt, was aufregt, was auch zur Diskussion herausfordert. Wir brauchen Kunst, wir brauchen Kultur, weil wir es brauchen und weil es unser Anziehungsmagnet für andere ist. Und deshalb dürfen wir uns nicht einreden lassen, erst kommt was auch immer anderes und dann kommt, wenn noch Geld übrig ist, Kunst und Kultur. Nein, es ist integraler Bestandteil und es ist notwendig für das Leben in unserer Stadt. Liebe Freundinnen und Freunde, auch das will ich, bevor ich zum Schluss komme, deutlich sagen. Nicht alles ist in den gut 5 Jahren gelungen, was ich mir vorgenommen habe. Dafür gibt es objektive Gründe, darüber habe ich ansatzweise gesprochen, wie beispielsweise die Tatsache, dass wir 1,5 Jahre keinen Haushalt hatten. Aber ich denke, es gibt auch Gründe, die was damit zu tun hatten. Ich will es mal so beschreiben, dass ich nach der Wahl losgelaufen bin, vieles angepackt habe, vieles für veränderungswürdig angesehen habe. Dafür sind wir ja gemeinsam angetreten, ihr erinnert euch, Zeit für Veränderungen. Nach einiger Zeit erst, ich denke zu spät, habe ich so nach hinten geschaut und festgestellt, dass da gar nicht alle folgen. Dass der eine oder andere ein ganzes Stück abgehängt wurde, der vielleicht auch gar nicht folgen wollte. Und ich sage mal deutlich, das muss anders werden. Das ist, wenn ihr so wollt, mein Lernprozess. Es reicht nicht, die richtigen Konzepte zu haben, die richtigen Ideen zu haben, die richtige Vorstellung zu haben, wie es umzusetzen ist, sondern es ist notwendig, alle mitzunehmen. Es ist insbesondere notwendig. Es ist insbesondere notwendig, diese Veränderung erst möglich gemacht haben. Das heißt also, es ist notwendig, die Mitglieder der Partei der Linken, die der SPD, der Grünen, unsere Wählerinnen und Wähler mitzunehmen. Es ist aber durchaus notwendig, möglichst alle in Gera von diesen Veränderungen zu überzeugen. Ich denke, da haben wir Nachholbedarf, da habe ich Nachholbedarf und da muss das eine oder andere anders werden. Wir brauchen, Andreas hat es gesagt, mehr Verlässlichkeit und das, denke ich, betrifft uns alle, betrifft mich, aber ich glaube, es betrifft auch unser Verhältnis. Ich will das mal an einem Beispiel deutlich machen. Wenn ich jetzt einige Monate nicht mehr in eurer Fraktion war und dann die Margit und ich irgendwie draufkommen, Mensch, du warst jetzt lange nicht mehr da, an was liegt das eigentlich? Und dann die Antwort ist, naja, eigentlich ist es ja gar nicht gut, wenn du kommst, weil wenn du da bist, dann sagt ja keiner mehr was. Dann sagt ja insbesondere keiner mehr was, der es anders sieht, der einen kritischen Einwand hat, dann findet die Diskussion nicht statt. Und da sage ich, liebe Freundinnen und Freunde, so kann es auch nicht gehen. Wir müssen uns schon auseinandersetzen. Wir müssen bereit sein, auch wenn es mal nicht gefällt, auch wenn es mir nicht gefällt, diese Diskussion zu führen. Verlässlichkeit, Dialog, Kommunikation ist immer was Zweiseitiges. Ich will meinen Teil gerne dazu beitragen, aber ich bitte euch, auch euren Teil dazu beizutragen, nämlich die kritischen Diskussionen nicht dann und dort zu führen, wo ich nicht dabei bin, sondern sie mit mir zu führen.
Und darum geht es. Liebe Freundinnen und Freunde, ich habe es gesagt, Gera hat die Wahl. Gera hat die Wahl und das ist gut so. Ich bitte und ich werbe bei euch um eure Unterstützung. Ich bitte darum, dass wir gemeinsam, wie im Jahr 2006, aktiv für unsere Wahl werben. Unsere Wahl heißt, Gera weiter zu einem anziehenden, wie ich es kurz beschrieben habe, Oberzentrum in Mitteldeutschland zu entwickeln. Liebe Freunde, packen wir es an.